Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem kleinen, aber feinen Toy-Review, diesmal mit Transformers Combiner Wars Legion Class Windcharger. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Figur ist nicht wirklich eigentlich eine Legion Class. Es gab sie schon mal in einem Repaint, nur war sie hier weiß-blau. Und hatte einen kleinen Micromaster mit dabei. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Die Figur ist jetzt, wie gesagt, als Repaint von Windcharger rausgekommen in Rot. Und die Figur selbst ist sehr nice. Sie würde aber eher in Richtung der Scout-Class größer angesiedelt werden als bei den kleinen Legion. Da sie einfach deutlich größer ist. Um einfach euch das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Die Figur selbst ist, wie gesagt, in einem sehr bulligen Design, sehr massiven, sehr eckigen Muscle Car gehalten. Vier Lichter vorne. Und wenn wir ihn jetzt einfach mal zum größten Vergleich nehmen, zum aktuellen RID Deluxe Class Größe, seht ihr selbst, die Figur selbst ist eigentlich sehr groß. Das heißt, klar, sie ist kleiner als eine Deluxe-Figur, trotzdem auch nicht sehr viel kleiner. Vielleicht nur 2 cm, 3 cm kleiner. Und trotzdem macht die Figur echt was her. Um euch das jetzt einfach mal zu verdeutlichen, erstens die Details. Wir haben hier einmal die Auspuffrohre, die sehr stark nach hinten zeigen. Ich finde sie ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie ein bisschen weiter unten gewesen wäre. Einfach hier ungefähr auf der Höhe. Das heißt also, hier einfach runtergeklappt werden. Wäre es schöner gewesen. Aber ansonsten guckt euch mal wirklich dieses lovely, lovely geile Design an. Also den Wagen, wenn ich den vor meiner Haustür hätte, glaubt mir, da wäre mir alles so egal. Der Wagen ist einfach dafür gedacht, um Highspeed zu geben. Und ja, ansonsten unten drunter, man sieht den Roboterkopf. Die Beine sind ein wenig, kompliziert angewinkelt. Ist aber relativ leicht zu verwandeln. Das zeige ich euch auch gleich. Die Räder sind ein bisschen eintönig von der Farbe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hier hätte ich es zum Beispiel schön gefunden. Die Figur hat hier eine Rille. Wenn man hier quasi innen drinne diese kleinen Quadrate bemalt hätte und hier einmal diesen Rand, meinetwegen in einem grell leuchtenden Rot zum Beispiel oder Orange, das hätte der Figur richtig Pep gegeben, aber auch so, ist ganz okay. Die Figur hat hier vorne in dem angedeuteten Motorblock einen normalen 7mm Anschluss, um Waffen zu platzieren. Die Figur selbst wird allerdings ohne Waffen geliefert. Was wir ansonsten noch mit dabei haben, ist diese Karte von Windcharger. Allerdings ähnelt sie überhaupt nicht der Figur, wenn wir das einfach mal so vergleichen. Der ganze Frontblock des Autos ist quasi eigentlich sein Brustkorb, das ist hier nicht der Fall. Wir sehen hier auf dem Bild einfach nur den Windcharger, den es damals bei der Movie-Toyline gab. Der sieht dem deutlich ähnlicher. Ansonsten, die Karte ist auf der Rückseite ganz schlicht gehalten, nur mit dem Logo. Wir sehen hier einmal die Figur jetzt in der Verpackung. Wir haben ja einmal, Tesafilm ist wieder rum, haben hier oben einmal den Windcharger, wie er eigentlich auch wirklich in der Verpackung aussieht. Sehen wir hier. Deswegen finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass die Karte ein bisschen abgeändert wurde. Aber okay. Ansonsten haben wir hier dieses Transformers-Symbol. Unten nochmal auf die Karte hingewiesen. Ich muss sagen, ich habe jetzt die alle mittlerweile auch in einem Sammelalbum drin von allen Figuren. Das werde ich auch weiterhin tun. Und es ist ein schönes Gimmick. Ich wünschte, Hasbro würde das dann überall in den zukünftigen Toylines auch machen. Das ist so ein richtig schöner Sammelaspekt. Ansonsten unten drunter schlicht gehalten und auf der Rückseite sehen wir nochmal die anderen Figuren der ersten Wave. Bombshell, Thundercracker und Powerglide. Ansonsten haben wir hier noch den Fahrzeugmodus und Windcharger im Robotermodus. Wir haben hier auch nochmal den Text. Fängt und kontrolliert seine Gegner mit super starken Magnetfeldern. Könnte man hier vorne sich auch gut vorstellen. In 10 Schritten zu verwandeln. Und von der Seite her nichts Besonderes.
keine Artworks an der Seite. Das war es eigentlich schon. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur an sich. Wir räumen jetzt mal das Zubehör weg. Die Figur ist, wie gesagt, relativ leicht zu verwandeln, auch wenn sie ein paar Kniffe hat. Bevor wir jetzt aber zur Transformation kommen, möchte ich noch einmal auf das Material eingehen. Das Material ist auch hier, wie bei dem meisten Legion Class und auch dem Vorgänger Windcharger der Movie Line, hier in einem metallenen Plastik gehalten. Es hat so einen leichten Marmoreffekt. Auf jeden Fall sehr schön, glänzt auch extrem viel und wirkt wie so eine Flüssigseife mit Glitzer drin. Auf jeden Fall richtig cool. Und von Details her, wie gesagt, ist die Figur auch sehr schön gehalten. Und kommen wir jetzt zur Transformation. So, für die Transformation einmal hier unten die Beine erst einmal lösen. So, anschließend müssen wir hier die Seitenteile auch aus dem Motorblock lösen. Dann die Motorhaube einmal splitten. Anschließend hier hinten die Beine lösen und nach vorne klappen. Na, kriege ich das denn hin? Ist ein bisschen schwerfälliger, weil hier vorne eingerastet ist. Das muss man erstmal lösen. So. Jetzt anschließend dreht er hier dieses komplette Teil einmal nach vorne. Wichtig ist, dass ihr hier die Beine einmal nach außen spreizt, um sie quasi um diesen Auspuff herum zu bewegen. So, denn der wird nämlich jetzt nach oben gedreht und die Beine einmal herumdrehen. So, der bildet quasi, der Auspuff hier den, den Torso. Anschließend die Füße einmal öffnen und dieses ganze Teil hier mit den Beinen nach unten drehen. So, das gleiche machen wir auch hier nochmal. Einfach einmal herumdrehen. Und schon haben wir die Figur fast verwandelt. Wichtig ist jetzt, an dieser Figur zu sagen, ihr könnt den Kopf komplett drehen um, ja, 45 Grad knapp wird hier unten blockiert. Trotzdem habt ihr diese Bewegung nicht mehr, wenn ihr den zum Ende verwandelt. Das zeige ich euch jetzt. Ihr klappt jetzt hier hinten dieses komplette Teil einmal nach oben. Und schon kommt ihr an den Kopf nur ganz schwer dran und könnt ihn nur wirklich echt extrem schwer bewegen. Finde ich ein bisschen schade. Hier haben die Techniker, die sich das ausgedacht haben, die Ingenieure einen kleinen Faustpaar geliefert. Ansonsten dreht ihr hier jetzt noch die Arme einmal herum. Wichtig ist, dass ihr die Arme gerade lasst, um es rumzudrehen. Denn wenn ihr es seitlich habt, dann blockieren hier an der Seite so kleine Teile und die können abbrechen. Das heißt, komplett nach innen winkeln und dann könnt ihr es rumdrehen. So, und schon haben wir quasi Windcharger fertig verwandelt. Eine sehr schicke Figur, sehr schlicht und ja, es macht trotzdem echt was her. Die Figur ist jetzt so fertig verwandelt. Trotzdem muss ich dazu sagen, haben wir hier auf der Verpackung eigentlich den Robotermodus anders dargestellt. Das heißt, so müsste die Figur eigentlich fertig verwandelt sein. Ich muss zugeben, dass mir das allerdings nicht ganz so gefällt, wie die Figur fertig aussieht. Die Räder stören mich hier und ich finde, wie das hier verwandelt wurde, das heißt nicht fertig verwandelt, sondern einfach das aus dem Robotermodus so gelassen, macht mehr her. Deutlich. Es wirkt irgendwie wie so Holster für Waffen und es sieht besser aus als so. Deswegen drehen wir jetzt das einfach mal zurück, würde ich sagen, und schauen einfach uns das mal in der Gegenüberstellung an. Ja, ihr seht selbst, also ich finde es so wirklich deutlich besser. Hier wirkt es ein bisschen schlieker, ein bisschen weniger massiv, aber ich weiß nicht. Mir gefällt das die Seite deutlich besser. Das ist dann euch überlassen. Ich drehe es jetzt mal für die weitere Review einfach nochmal zurück, so wie es eigentlich auch sein soll. So, wie gesagt, der Kopf lässt sich um 45 Grad nach links und rechts bewegen. Ansonsten der Arm lässt sich um 360 Grad drehen, wenn auch ein bisschen schwerfällig, da es hier sich manchmal leicht so ein bisschen in die Wege kommt mit dem Rückenschild. Die Unterarme sind auf einem Balljoint. Das heißt, ihr könnt sie schon zur Seite bewegen. Auch wenn es ein bisschen eingeschränkt ist, ihr könnt es zum Beispiel nicht ganz nach außen bewegen. Aber ansonsten, ja, reicht es völlig aus.
Ja, die Beine lassen sich auch gut bewegen. Wir haben ganz normales Oberschenkelgelenk. Hüftgelenk haben wir nicht. Das heißt, ihr könnt die Figur nicht drehen an der Hüfte. Dann habt ihr hier ein sehr gutes Kniegelenk, was sogar den weit mehr als 90 Grad nach hinten wanken lässt. Das heißt, ihr seht selbst deutlich mehr. Finde ich richtig toll, gefällt mir. Und auch die Füße lassen sich nach hinten bewegen. Sieht es fast aus, als wenn die Figur hier sich irgendwo aufstützt. Kann sie schöne Posen machen. Auf jeden Fall klasse gelöst. Und was mir an dieser Figur im Robotermodus nicht gefällt, ist, dass wir hier, auch wenn der Brustkorb schön detailliert ist, dass er zu schlicht wirkt. Hier hätte das Autobot-Symbol zum Beispiel hier vorne besser drauf gepasst. Es hätte mehr Farbe gegeben. Hier unten hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Farbe angebracht. Und allgemein muss ich sagen, gefällt mir hier dieses ganze Rückending nicht. Schön wäre es gewesen, wenn hier das hätte vielleicht öffnen können und das komplett hier rüberklappen können. Das hätte dann der Figur deutlich mehr Pfiff gegeben und auch mehr ein akkurates Design gegenüber der Karte, die mit dabei ist. Ansonsten ist die Figur trotzdem sehr schick, kostet in etwa 15 Euro, ist ein sehr muskulöser Charakter, macht dementsprechend auch einiges her, wenn man ihn aufstellt, neben den anderen Scout-Class-Figuren. Und ja, ich würde der Figur volle 10 von 10 Punkten im Fahrzeugmodus geben, im Robotermodus auch 10 von 10 Punkten, da die Figur schon sehr schön gemacht ist, auch wenn sie einige Abzüge verdient hätte. Trotzdem tolle Figur. Gegenüber dem Windcharger, den es früher gab, gibt es nur einen kleinen Unterschied, was ich sehr schade finde. Der alte hatte hier in den Armen ausklappbare Waffen, wo man quasi die Faust rumdrehen konnte und dann waren die Kanonen drin. Das ist hier nicht. Das fehlt mir in dieser Figur auch deutlich. Vor allem, weil die Figur natürlich auch ohne Waffen geliefert wird. Das finde ich sehr schade. Also, das fällt mir auf. Bei den One-Step-Changern, egal ob groß oder klein, oder auch bei den Scout-Class, überall fehlen Waffen. Der einzige, der welche hat, ist Thundercracker. Komischerweise. Thundercracker ist zum Beispiel eine Figur, die hat zwei Waffen dazu bekommen. Hier, die man auch abnehmen kann. Die kann man ihm auch in die Hand geben. Das finde ich zum Beispiel eine Sache, die ist schick. Das hebt die Figur vom Sammelwert auf jeden Fall nochmal deutlich nach oben. Das fehlt bei dieser Figur. Sehr schade. Ich würde sogar fast sagen, man könnte fast denken, dass das Hasbro hier die Bewaffnung der Autobots komplett reduziert hat und die Decepticons voll bewaffnet hat. Denn selbst bei Bombshell haben wir hier in den Händen selbst die Waffen drin. Der hat Waffen, der hier könnte theoretisch zwar die Arme hochheben mit der Raketen dahinter, aber das ist natürlich eigentlich nicht Sinn der Sache. Also das fehlt mir ein bisschen. Ansonsten sehr schön. Holt sie euch, sie passt auf jeden Fall in die Sammlung. Vor allem, da diese Figur hier im Auto-Modus angedeutet wird, dass es der Brustkorb für Optimus Prime im Super-Prime-Modus ist, im Ultra-Prime-Modus besser gesagt. Und die Figur hält noch nicht sonderlich gut. Ich habe da noch keinen Weg gefunden, die richtig zu befestigen. Aber ich denke mal, da wird es eine Lösung finden. Ansonsten, ja, hoffe ich, hat euch das Review gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Rex4. Tschüss, tschüss.